Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Last Campfire. Wir sind zuletzt als Ember hier in der Wildnis gestrandet. In der Zwischenwelt, kann man das so sagen? Ich würde es jetzt mal so annehmen. Und wir haben den Auftrag bekommen, die sogenannten Verloren zu retten. Das machen wir, indem wir sie sanft am Köpfchen streicheln und dann einen kleinen Dungeon, ein Puzzle-Dungeon bestreiten. Wir waren jetzt zuletzt hier bis zum Teich gekommen, haben auch weiter hinten schon eine kleine Höhle freigeschaltet, aber dann haben wir uns doch eher entschieden, hier den Fischer erstmal zu befreien, der ebenfalls einer von diesen Verloren war. Zumindest war er etwas ausgegraut. So, dann haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, dass er uns irgendwas rausangeln kann. Ich weiß nun noch nicht so recht was, aber ich habe überlegt, vielleicht kann er an der Seerose da sein. Oh! Okay, das war letztes Mal noch nicht, glaube ich. Guten Tag. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Hören wir ihn mal zu. Its eyes were fixed on Embo, but it seemed to mean no harm. Okay, gut. Was this the frog that the fisherman spoke of? Stimmt, der Fischer hat die ganze Zeit erzählt, er hätte Komplexe wegen eines Frosches, weil der viel besser angelt als er. Fragt mich nicht. Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. Okay, Hunger hat er. The frog stared at Ember, its belly rumbling. Aber der Angler hat doch gesagt, er hat Würmer. Gib dem armen Frosch doch ein paar Würmer ab. Kann ich nicht, schade. If you need help catching anything, you just ask. Okay. Naja gut, dann gehen wir erstmal dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Wie gesagt, da haben wir letztes Mal so eine kleine Höhle aufgebrochen. Indem wir hier diese, genau, Froschstatue dahingesetzt haben. Gucken wir jetzt einfach mal, was wir davon haben. Wahrscheinlich gar nichts. Haha. Höhle der Einsamkeit. Ach Gottchen. Ach guck mal, hier ist auch noch ein Verloren. Okay. Hui. Das sieht etwas komplexer aus. Verstopft. The stranger was trapped, caught in a maze. Das schubsen wir jetzt einfach da rein. Okay, das sieht jetzt erstmal nicht so kompliziert aus. Was macht das hier? Ah, okay, es wird komplizierter. Wir lassen es erstmal so und gucken, was wir vorher machen können. Wenn wir das jetzt runterschmeißen. Was genau haben wir davon? Können wir das auch hin und her schieben noch, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay. So. Jetzt haben wir das Problem, dass das hier im Weg ist. Da können wir auch nichts mehr. Doch, wir können es ziehen. Aha. It was hard to make sense of this place. Aber viel bringen tut das in der Tat nicht. Wir können es höchstens hier drauf schieben. Okay, ja, Moment. Und dann können wir es ja hin und her drehen. So. Bringt uns jetzt aber mal gerade gar nichts. Kann man Schritte zurückgehen? Lass mich mal eben, was ist das Journal da oben? Wie kann ich das aktivieren? Gar nicht anscheinend. Okay, wir nehmen das jetzt mal so hin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir hier jetzt was verbaut habe. Ich hätte vielleicht den rüberschieben können und die Rolle oben drauf. Aber viel gebracht hätte uns das, glaube ich, auch nicht. Aber gucken wir mal. Also rückgängig machen kann ich anscheinend nicht. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass man sich die Sache nicht komplett verbauen kann. Wir können jetzt natürlich das hier nochmal so rüberziehen und dann hier hochklettern.
Aber das bringt uns ja auch nichts. Nee, das bringt uns eigentlich im Grunde gar nichts. Wir müssen ja theoretisch eine von diesen Rollen da hinten reinkriegen. Also hier da reinkippen. Aber wie kriegen wir das hin? Jetzt habe ich die Rolle zwar da runtergepackt, aber das bringt mir ja gar nichts. Ich kann zwar jetzt auf die Rolle steigen, aber da habe ich ja auch nichts von. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich hätte es mir gerade verbaut. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Was, wenn ich jetzt... Nee, ich kann sie nur... Aha, okay. Moment. Jetzt das nochmal hier rüber. Schieben. Und lass uns das... So, ich kann es ja auch ziehen. Ich denke mal, ich muss ihn schieben, aber ich kann ja auch ziehen, die Rollen. Das heißt, ich kann hier das machen. So. Und dann komme ich... Dann kann ich... Was kann ich denn dann? Ah, ich kann die Rolle auch wieder ganz nach oben drehen. Ich kann sie auch hier rüber drehen. Ah, deswegen kann ich es mir nicht verbauen. Moment. So, ich kann sie ja wieder da drauf packen und ganz nach oben packen. Klappt ja alles. So. Kann ja so genau die ganz nach oben bringen. Alles gut. So. Jetzt gehen wir die wiederholen. So. Lass mich mal überlegen. Jetzt müsste ich sie ja übereinander stapeln können. Theoretisch. So. Aber bringt mir das was? So. Aber eigentlich bräuchte ich sie ja weiter hinten, ne? Damit ich da draufsteigen kann. Was passiert, wenn ich jetzt die untere ziehe? Okay, cool. Mhm. So. Okay. Was hat's mir gebracht? Noch nichts, aber gleich. Passt auf. So. Na komm. So nämlich. Hm, auch noch nicht ganz. The trail just kept on closing. Enger, naja. Nee, warte mal. Kein Scheiß. So. So. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Aber wir gucken mal. Ich weiß nicht, kann ich zum Beispiel ein, zwei hintereinander schubsen? Ach so, ich könnte... Ah, Moment. Mhm. Zack. Zack. Aha, wie sich plötzlich alles auflöst hier.
Aha! Aha! Guck mal, wie toll das funktioniert. Aha! The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think, to see things clearly. Hmm? The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think, to see things clearly. Jetzt haben wir noch einen befreit, okay. Und jetzt? Wir müssen noch irgendwie hier lang kommen. Hier sitzt noch einer, an den wir nicht drankommen. Jetzt sind wir quasi beim Teich wieder. Ah, ich erwisch nicht immer gleich. Na, wirst du wohl? Mensch. So, ich denke mal, die Seite haben wir jetzt erstmal soweit abgefrühstückt. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da oben lang kommen. Ja, du brauchst auch noch was zu fressen. Ist ja gut. So, hier ging es ja nicht weiter, weil... Was hatten wir noch gleich mit dem Schalter bewirkt? Ah, das Ding ging hoch, genau. Wir müssen also da irgendwie hoch. Da ist auch noch so eine Seerose. Vielleicht hilft uns der Frosch später, wenn wir ihm was zu essen besorgt haben. Da hinten ist er auch so ein Verloren. Bringt uns aber jetzt gerade erstmal nichts. Gucken wir mal. Ob wir in die andere Richtung noch was finden. So. Sind die Verloren jetzt hier angekommen? Wir sollten die ja... Ah ja, guck mal. 3 haben wir schon. Von 7. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann gehen wir doch mal nach links. Okay, hier sind Stacheln. Oh, 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 der rote. Da ist eine Krähe. The old gate was locked. Na sowas. Ich habe leider keinen Schlüssel. Tut mir leid. The crow held its shining trophy tight. Ah, du kleines Mistvieh hast den Schlüssel. The stranger whispered. Ever feel like you are being watched? I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so sicher, dass so nice ist. Noch mehr Frösche hier. Aha. Du hüpfst. Okay. Haha. Ein Wurm. Haha. Ein Wurm. Böser Wurm. Na, warte. Zack. Ein Wurm. War ja noch eine Öffnung. Na, warte. Ein Wurm. Oh. The worm looked helpless, with no way to escape. As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Ah!
Okay, wir haben Futter gefunden. Können wir da was machen? Guck mal, das ist irgendwie... Oder müssen wir... Irgendwie muss man da hinkommen. Also man kann damit interagieren da oben links, aber... Wie soll ich da hinkommen? Ah, hier. Inside was a scrap of journal. Mhm. The strangers on the water went on without me. Where have I landed? Vines and thorns stretch out to trip me. Ja, okay. Das ist Embers Tagebuch. Ah, Abkürzung. Wollte ich gerade sagen, muss ich mich jetzt wieder mit dem Frosch rumärgern? Nein, muss ich nicht. Okay. Dann haben wir doch schon Futter hier gefunden. Das ist doch schon mal gut. So, zur Krähe kommen wir hier hoch. Aber das wird doch sicher nicht so einfach sein. The cave entrance was overgrown with dry brambles. Na sowas. Okay. Okay, der Angler muss mir das rausangeln. Du blödes Mistvieh! The key was nestled between the reeds, but it was just out of reach. Schmeißen wir den Wurm hinterher. It didn't seem like that would really help. Schade, so ein Wurmlasso hätt's doch gebracht. Okay, wir müssen wieder zurück. Erstmal den Frosch füttern, den Angler um seine Angel bitten. Und dann schauen wir mal. Na komm, einen schaffen wir doch heute noch. Ah, Moment, hier. Wurm. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Schön, lecker Schmeckerwürmchen. Und... So war das jetzt. Oh. This was not how Embo had imagined the end. Nein, nicht wirklich. The gurgling of water, a deafening heartbeat. But then. Okay, das kam unerwartet. The fog returned Embo's good deed by leading them to a lost forlorn. Ah ja, okay, Dankeschön. Ach Gott, noch sowas. Okay. The stranger stood alone. Their friends have fallen aside. Retreating from what came next. The stranger had ventured on. Now they were deep in the woods. So, das müsste doch schon reichen hier. Na. It felt so pointless. Mensch.
The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. Okay. Nice. Schön. So, was haben wir denn hier noch? Ich möchte jetzt natürlich nicht weiter. Ah, doch, hier. Ha? Wenn ich jetzt hier rausgehe, wo bin ich dann? Schnell die Kette runterlassen. Sehr gut. Wieder eine kleine Abkürzung. The stranger spoke. You look hungry, friend. You bring any broth with you? Nein. There's a cook in the swamp. Makes a broth like you wouldn't believe. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more. Okay. Brühe. Mhm. Gut. Jetzt habe ich den Schlüssel schon so gut wie vergessen wieder. So. Aber The Wanderer's Diary. Unfamiliar trees, a path overgrown. Is this a resting place? A place between places? I call out, but mine is the only voice. Mhm. Na denn. Sehr schön. Das sieht doch schon gut aus. So, jetzt würde ich gerne den Schlüssel noch angeln. Sehr niedlich, das alles. Hat so ein bisschen was von Knetfigurenwelt. Auf Wiedersehen. Wie auf Wiedersehen. Ja, ich will fragen. Ich brauche... If you need help catching anything, you just ask. Ja, ich würde gerne den Schlüssel angeln. Vielleicht muss ich den noch mal ein bisschen antriggern, um so auf die Idee zu kommen. Ich weiß es nicht. Wo ging denn die Treppe da hinten hin? Hier komme ich da lang. Gucken wir mal. Oder ist das der Sumpf? Nö, da kommen wir auch ins Lagerfeuer. Okay. Ist relativ egal. So. Aber ich möchte doch einfach nur, dass der Kumpel mir hier... The old gate was locked. So. Die Krähe da oben hat keinen Schlüssel mehr. Okay. Das heißt, der Schlüssel ist jetzt hier einfach... Key was nestled between the reeds. Ja. It was just out of reach. Ich bräuchte auch einfach nur die Angel. Key was never. It was just out of reach. Okay, vielleicht ist es das noch nicht die Lösung. Müsste aber auch gerade keine Alternative. Macht ja nichts, wir können ja erstmal woanders gucken, nicht? Hauen wir nochmal die blöde Krähe? Wir hauen die blöde Krähe. Geht nicht. Ausi! Mann! Na gut. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in ein weiteres Gebiet weiterziehen, machen wir erstmal ein kleines Päuschen und sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wir sehen uns. Ciao, ciao.